Mit diesem Video möchte ich wieder mal eine der zahlreichen Funktionen der NTI-Tools für Inventor vorstellen. Diesmal geht es mir um eine Funktion, die sich eher in den Zeichnungen befindet. Also ich erstelle mal von dieser Baugruppe eine Zeichnungsansicht. Eingeforderte Angabe brauchen wir nicht. Ich mache hier bloß mal eine Ansicht rein von dieser kleinen Baugruppe und stell die so dar. Okay, und jetzt kennt vielleicht der ein oder andere das Problem. Ich hole mir mal noch dazu ein Bauteil aus dieser Baugruppe. Ja, also ich hole mir mal noch den Hebel mit dazu, meinetwegen. Ja, und ich lege den hier auch mal auf der Zeichnung noch mit ab. Sagen wir okay. Das heißt, ich habe die Baugruppe mit dem eingebauten Bauteil und das Bauteil nochmal als einzelne Variante hier abgelegt. Und jetzt möchte ich eine Funktion der NTI-Tools vorstellen. NTI-Tools finden wir wahlweise unter dem Ansichtsplatzieren. Hier auf der rechten Seite sehen wir schon NTI-Tools, verschiedene Funktionen. Es gibt aber auch nochmal die Registerkarte hier hinten auf der rechten Seite, wo die NTI-Tools nochmal komplett dargestellt sind. Ja, jetzt will ich auf die Positionsnummern hinaus. Positionsnummern stehen natürlich in enger Verbindung zur Bauteilliste. Deshalb werde ich auch die erstmal noch hier ablegen. Wähle also die Ansicht, sage okay, strukturierte Liste. Spielt hier jetzt nicht so die Rolle, weil das ohnehin eine Baugruppe ist mit nur Bauteilen. Wir haben also die Liste abgelegt und ich kann Positionsnummern beispielsweise für den Hebel hier entsprechend vergeben. Wenn ich jetzt die Positionsnummer auch noch an dem Einzelteil hier antragen will, dann fängt er natürlich wieder von vorn an zu nummerieren und geht davon aus, ja, dass er hier praktisch wieder was anderes abgelegt hat. So, Vorteil ist, mit den NTI-Tools für Inventor können wir jetzt einfach diese Nummern synchronisieren. Das heißt, ich habe wahlweise hier diesen Aktualisierungsbutton oder eben auch hier, da finden wir das Ganze auch nochmal, können wir also einfach sagen, jetzt aktualisieren. Ich gehe mal hier rüber, dann sieht man noch ein bisschen, wie die Aktualisierung erfolgt. Ja, also einfach bloß diese Bauteilpositionsnummer wird gleichgezogen mit der Positionsnummer des Bauteils in der Baugruppe. Also ich denke, eine ganz sinnvolle Funktion, die immer ein bisschen Änderungsarbeit erspart. Das ist also eine von vielen NTI-Tool für Inventor-Funktionen und ja, in weiteren Videos zeige ich dann noch mehr.